Ja, und damit willkommen zum letzten der vier Cups. Wieder mit dabei Let's Play Verbi. Einen wunderschönen guten Tag. Der mit zwei Pokalen führt. Mir gegenüber ein... Was ist das? Ich habe einen Pokal. Ja, schauen wir mal, was der letzte Cup so bietet. Das ist der Special Cup. Fahren wir. Und ja, wir haben ja schon ausgemacht, ich werde Bowser nehmen. Ich nehme Mario. Und ja, der Special Cup. Bestehend aus Donkey Kongs Jungle Parkway, Yoshi Valley, Banshee Boardwalk und Rainbow Road. Dieser Cup ist, den schaltet man erst frei, wenn man auf den anderen dreien Gold hatte. Und deswegen, diese Strecken sind, die sind deutlich anspruchsvoller, das wird man auch gleich sehen. Und es ist einfach super schnell. Ich weiß nicht. Es ist voll krass. Es ist einfach super schnell. Was ist los? Wir fahren 50 Kubik. Da. Kubikkilometer. Das ist. Ja, Kubikkilometer. Nee, da ist irgendwas technisch nicht in Ordnung, aber ich find's trotzdem super lustig. Wir sollten unbedingt so fahren. Das macht die Sache nämlich noch schwerer einfach. Du kommst eigentlich schon fast gar nicht mehr mit so schnell. Nee! Das ist der Hammer! Du musst einfach super schnell reagieren. Here I go! Also ich bin auf dem zweiten Platz, ne? Und weißt du, was ich krieg? Einen blauen Panzer. Ist doch nicht normal, oder? Irgendwas stimmt doch da nicht. Weiß Gott, da stimmt irgendwas nicht. Alter. So krass. Es ist so krass. Das ist übel. Das ist richtig übel. Wow. Cool. Konnte ich gerade nicht ausweichen. Vor der Wand. Vor dem Wasser. Komm, 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 yes! Boah! Ach, es ist ja noch eine Runde. Ich hab grad gedacht, das wäre die letzte. Wer hat denn den jetzt gehabt? Hast du den gehabt? Nope. Peach. No. Peach war's. Jo, klar. Ja, das Coole an dem Blitz ist ja, dass wenn zwei, die klein sind, gegeneinander fahren, dass beide erstmal platt sind. Ich verwurste diesen Cup. Hier wieder komplett zurückgesetzt. Wow, also es ist wirklich, wenn euch die Aufnahme ein bisschen schnell vorkommt, wir haben so schnell gespielt. Da ist irgendwas sehr Lustiges, was da gerade technisch abgeht. Ich kann es nicht erklären, kannst du es erklären, was da nee. Abgeht? Auf jeden Fall ist es. Grade. Wir fahren wirklich so schnell, wie das Video ist. Und es ist verdammt lustig. Also für dich vielleicht gerade nicht, aber ich find's gerade verdammt lustig. Na gut, direkt die zweite Strecke. Yoshis. Oh Gott, wie heißt sie nochmal? Yoshis irgendwas. Auf jeden Fall ist diese Strecke sehr special, denn sie ist ein Labyrinth. Zwischen Anfang und Ende ist da ein Labyrinth eingebaut. Und man bekommt keine Platzierung angezeigt. Das ist extrem fies. Weil du weißt nie, woran du bist. Man weiß nie, auf welchem Platz man wirklich ist, weil es einem nicht angezeigt wird. Ich meine, jetzt ist klar, dass ich wahrscheinlich Letzter bin. Aber an sich, keine Ahnung. Okay, das ist schon mal ein Riesenumweg. So sollte ich definitiv nicht mehr fahren.
Und wenn man mal einen Blitz hat, dann kann man auch sehen, auf welchem Platz man ungefähr ist. Nein! Synchronabstürzen. Synchronabstürzen, jawohl. Was? Meine Panzer wurden ausgelöst, weil du direkt neben mir standest. Danke. Ehrlich. Vielen Dank. Dich lade ich nochmal zum Together ein, ey. Okay, wir sind auf jeden Fall recht weit hinten. Ja, ziemlich weit hinten. Dann bin ich Vorletzter. Du bist... Alter. Ich fahr grad die... Also die zweite Runde fahr ich ziemlich gut bisher. Könnte sogar sein, dass ich gerade Erster bin. Ich bin mir nicht sicher. Ich merke nur gerade, dass ich schon wieder kaum Steuerung habe hier auf der Strecke. Aber jetzt ist es gar nicht mehr so übertrieben schnell, ne? Nee, aber es ist. Oder haben wir uns dran gewöhnt? Wohl eher das. Das ist aber immer total heftig. Ja, ich bin tatsächlich Erster. Sogar mit einem kleinen Abstand. Ich bin Dritter da aktuell. So, dann werde ich die Sache doch einfach ganz locker angehen. Einfach nicht abstürzen, nicht abstürzen. Oh Gott. Einfach fehlerfrei diese rote fahren, die ich jetzt gefunden habe. Die macht einen relativ soliden Eindruck. Ich weiß nicht, wie die anderen fahren, ich weiß nicht, wie Verbi fährt. Aber was ich hier gerade baue, macht einen soliden Eindruck. Und Donkey Kong ist mir am Heck. Er knabbert mir am Spoiler. Verdammt. Ja, ich hab's gerade verbockt. Also für mich ist der Cup gelaufen. Ach, das ist ja schon die letzte Runde. Gibt's da nicht. Wahnsinn, ich habe erneut den ersten Platz belegt. Oh, du bist gerade vom Pech verfolgt, oder? Irgendwie schon. Ja. Ich hoffe ja, dass ich wenigstens vielleicht noch so ein Treppchenplatz. Ja, dass ich während dieses Cups vielleicht noch einmal Punkte mache. einmal einen Sieg rausholen kann vielleicht. Aber ich bin auf der Strecke nicht gut und irgendwie auf dem Donkey Kong Ding war ich jetzt alle gut. Aber gut, das wird sich jetzt vielleicht ändern, weil jetzt kommt das Geisterhaus und da bin ich absolut unterirdisch. Aber ich habe meine sonstige Reputation ja schon. Ja, du hast die beiden Cups vorher ziemlich gut gefahren. Aber jetzt kommt das Geisterhaus und in dem Geisterhaus bin ich absolut nicht gut. Jetzt sieht man aber wenigstens, woran man ist. Ich habe zum Beispiel keine Ahnung, was macht man gegen die Fledermäuse auf der Strecke hier? Ausweichen. Ich habe das aber nie hinbekommen. Ich bin irgendwie immer reingefahren, egal was ich mache. Ich fahre immer in die Fledermäuse, egal wie sehr ich mich bemühe. Alter. Hast du es gerade gesehen? Ja. Ich habe gerade schon wieder verkackt. Gerade nach dem Start, das ist noch nicht so schlimm. Welcome. So, wir fahren jetzt hier rein und jetzt kommen hier gleich ein Haufen Fledermäuse da. Sind so. Oh! Ich bin übers Loch gesprungen! Ja, die mir an den Fersen sind, die versuche ich zu disablen, wie es geht. Oh, jetzt kommen hier Geister, die einen feverren wollen. Ich habe schon wieder kaum Lenkung. Es ist so krass. Ich hau voll rein und mach so einen ganzen Mini-Turn. Ich
Mamma mia! Luigi ist schon ein lustiger Troll. Oh, du Penner! Oh, das nützt mir nichts, weil ich selber in die Plöre falle. Du Penner, das Timing! Das Timing! Das Timing, ey! Boah! Egal, Dritter. Ich kann noch die Pole Position zurückholen. Ja, mit drei Pilzen sowieso. Hier, ich krieg diese Kurve nicht. Weil die Steuerung bei mir gerade total im Arsch ist. So schlimm gerade. Hier, wenn ich nicht springen würde, könnte ich nicht mal mein Auto richtig gerade packen. So bei mir aber auch gerade so, gell? Also, ich muss auch irgendwie um jede Kurve rumspringen. Mamma mia. Punkteplatzierung. Nächste Punkteplatzierung. Ob ich jemanden treffe? Ich habe Luigi getroffen, den kriegst du vielleicht noch. Nee. Naja, wenigstens noch in die Punkte reingefahren. Also, bei dem Cup ist echt der Wurm drin. Ja, und bei mir ist es auf einmal, als wäre alles voll gut. Das ist total komisch. Die letzten beiden Cups habe ich eine Gülle zusammengefahren und jetzt drehe ich voll im Rad. Hast du eine Ahnung, woran das liegt? Keine Ahnung. Vielleicht, vielleicht komme ich noch auf den vierten Platz in der Gesamtwertung. Mit einem guten Ergebnis hier auf Rainbow Road. Kannst du den Glitch hier? Kannst du das? Ich konnte ihn mal. Ich habe ihn einmal hinbekommen. Ich weiß aber gar nicht mehr, wie er geht. Aber wenn du ihn hinbekommst, kannst du ihn ja benutzen. Kannst du es ja mal den Zuschauern, den geneigten Zuschauern, kannst du es ja mal zeigen. Wenn ich es hinkriege, ja. Aber gut, wenn du es verkackst, dann verlierst du halt voll viel Zeit, ne? Richtig, weil du ja erstmal unendlich weit fällst. Ja. Also zur Info, man kann eben nach dem Start, da ging es ja sehr steil runter, da kann man mit genügend Speed, kann man an der Seite drüber springen und kann dann an einer anderen Stelle der Strecke wieder landen und man, keine Ahnung, drei Viertel der Strecke oder so überspringt man dadurch. Achtung, Bananenwand. Hätte ich vielleicht früher sagen müssen. Ach ja, wenn man unsichtbar ist, kann man durch die Hunde durchfahren. Hast du gewusst? Nee, aber die zwei nicht. Das war mir auch neu. Ja, die Rainbow Road ist ja ein Markenzeichen von Mario Kart geworden. Die ist ja in jedem Teil drin. In jedem Teil gibt es eine Rainbow Road. Wobei, hier ist sie die durchaus einfachste. Die einfachste Rainbow Road von allen. Stimmt, weil hier ist sie halt einfach nur Deko. Du fährst einfach nur die Strecke entlang und manchmal kommen halt die Hunde. Die Kettenhunde. Aber ansonsten ist hier keine Schwierigkeit. Richtig. In Super Nintendo war das ja zum Beispiel was ganz anderes. Da gab es zum Beispiel gar keinen Rand. Du konntest überall runterfallen. Fire. Putz. Da war es vorbei mit meinem Schild. Nee. Ich hab dich echt getroffen. Ja, und vor allem am Berg. Das heißt, ich verliere jetzt auch noch jede Menge Zeit, weil ich natürlich am Berg nicht gut beschleunigen kann. Es tut mir aufrichtig leid. Findest du eh nicht. Nee, aber ich find's faszinierend, dass ich dich getroffen darf. Einfach mal ins Blaue geschossen. Darf ich den Donkey Kong mal disabled? Ob du kriegst. Wieso nicht? Ich kann halt echt nur mit Sprüngen die kleinsten Kurven nehmen, ne? Es ist echt so krass. Also wenn ich so auf meine Zeit schaue, auf meine Rundenzeit, dann ist die Strecke hier doch länger als die Wario-Strecke.
Achtung, Banane. Echt nur rumhoppeln, um Kurven zu kriegen. Anders kriege ich, nennt man die kleinste Kurve. Scheiß Hund. Doggy. Och Marley, walking like a doggy. Oh oh. Banana. Banana. Nice. Oh oh. Oh oh. Ne, der ist gegen die Wand geprallt. Man kann als. Ich kann die gar nicht disablen, die Bananenschalen. Manche kannst du nicht. Achso. Also, manchmal hast du halt echt Pech und erwischt es instant. Heilige Scheiße. Ich habe immer gerade ein Schild, aber ich habe meinen Puls, ey. Nein, 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 fuck it. Jetzt zieht er vorbei. Und mit ihm wahrscheinlich auch noch ein paar andere. Jetzt haben wir beide Fake-Items. Ja, beide ein Schutzschild. Haben sie mal quitt, oder? Ja, es gibt einen, oder? Boah, ist das spannend auf die letzten Meter, ey. Was heißt letzten Meter? Es sind noch anderthalb Runden, aber... Letzten Meter dieses Let's Plays. Ja, es ist tatsächlich schon, es neigt sich tatsächlich dem Ende zu. Das ist ja auch nur ein kurzes Break gewesen. Und es, sehen wir, wie knapp dieser Panzer dir gerade am Arsch geklebt hat. Und es ist ja nicht ausgeschlossen, dass das Projekt weitergeht. Ich meine, ich kann ja auch mit anderen Leuten nochmal fahren oder wir können ja mal den Battle Mode spielen irgendwann. Aber jetzt haben wir ja gesagt, wir spielen erstmal die Cups, die Grand Prix zu zweit. Die haben wir durch. Oh Scheiße. Er trifft noch! Er dreht um und trifft noch! Das gibt's doch nicht. Pump! Zwischen hast du gesehen, wo ich gelandet bin. Ja. Zwischen Luigi und Donkey Kong. Donkey Kong. Ja, und jetzt ist halt dieser Punkt, wo der Puls dann mit hochgeht, weil die Musik halt einfach schneller wird und die Strecke so lang ist. Das ist der Hammer, da ist die Anspannung, die geht so hoch. Jeder, der Mario Kart mal gespielt hat, der weiß das. Jetzt kannst du es noch halten. Und ich hänge an der Wand. Fuck this shit. Oh, du bist auch getroffen. Hab ich dich gerade mit meinem Panzer getroffen, oder? Ja. Sehr gut. Piss dich, Luigi. Der wollte eben schon wieder gegen mich fahren. Ich hab's genau gesehen. War der Blitz von dir? Nein, ich war der Möcklein. Oh, oh. Oh, jetzt habe ich halt echt die Arschkarte gezogen.
habe ich jetzt taktisch dich ausgeguckt. So, den Luigi. Ich habe dich vorgelassen. Ich habe gebremst, damit der Luigi und der Donkey Kong die Panzer abkriegen. Bah. Ich bin ein guter Teamkollege, ja. Ich will, dass du mit aufs Treppchen kommst. Nein, 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 nicht feuern, nicht feuern. Doch, den feuern. Yeah. Guck mal, was ich für ein Teamplayer bin, oder? Unglaublich. Auf die letzten Meter, auf die letzten Meter. Auch wenn ich mich jetzt über diesen Sieg eigentlich nicht freuen kann. Naja, ein Zweiter war es ja auf jeden Fall. Ein Zweiter wäre es ja auf jeden Fall gewesen, wenn ich durchgefahren wäre. Und wenn ich dich vorlasse, bin ich trotzdem, ein Vierter. Leider trotzdem nicht auf dem Treppchen. Aber es war ein Versuch wert. Aber gut, damit steht es ja 2-2 und dann ist das auch ein persönliches Ergebnis. Ja. Aber das war eben, das musst du dir nochmal in der Aufnahme dann später anschauen. Wie ich da eben extra gebremst habe, damit der Luigi den einen Panzer abkriegt und dann der Donkey Kong mir vorbeifährt, der kriegt dann den anderen ab und so. Das war schon taktisch, das war schon teamtaktisch. Das war teamtaktisch. Teamtaktisch. Ja. Ja. Irgendwelche Kommentare? Verbleibend. Keine Ahnung, war cool. Aber ich hätte, glaube ich, der ersten Cup dann so verwursten dürfen. Also ich weiß auch nicht, was jetzt im letzten Cup los war, aber da habe ich extrem gut fahren können. Und was in den Cups vorher los war, weiß ich nicht. Ja, weiß ich nicht, ich bin einfach nicht gut gefahren. Aber jetzt im letzten habe ich doch durchaus, denke ich, nochmal gezeigt, dass ich das Spiel dann doch kann, wenn es sein muss. Und auch schon mal das ein oder zweimal gespielt habe. Ja, so. Ab und zu mal gesehen bei einem anderen Let's Player. So ein, zwei Jahrzehnte. Nee, ist ja 96, aber es ist noch nicht ganz 20 Jahre alt. Nee. Aber viel fehlt nicht mehr. Das ist schon. Schon nah dran. Wow, das ist schon. Muss man sich erstmal reinziehen. Ja, für mich sind die 90er ja immer noch 10 Jahre erst her. Ja. Und es wird immer so sein. Richtig. Ja. Wie gesagt, es steht 2 gegen 2. Jeder hat 2 der Cups gewonnen. Ich denke, das ist doch ganz einvernehmlich. Definitiv. Und ja. Aber mit denen. Ja, denke ich auch. Ich bedanke mich bei dir, dass du mitgefahren bist. Ich bedanke mich, dass ich dabei sein durfte. Sehr gerne, auf jeden Fall auch wieder. Und wenn wir irgendwie eine Möglichkeit finden für Double Dash, bin ich da auch gerne wieder mit dabei. Und danach die Wii-Version. Richtig. Gar kein Problem. Machen wir sehr gerne. Gut, dann verabschiede ich mich. Wir sehen uns beim nächsten Projekt. Ich war euer Mossi, ich bin's immer noch. Und mit dabei war euer Let's Play Verbi. Macht's gut. Und wir sehen uns beim nächsten Projekt. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao, ciao.